So, hallo Leute, willkommen zurück bei Let's Play Drakensang am Fluss der Zeit. Und beim letzten Mal sind wir ja an dem Abfluss der Stadt gescheitert. Deswegen probieren wir euch das mal vor Krims Weg. Denn ich kapiere das nicht. Bin zu blöd für diese Falle auslösen. Naja, vor Krim ist mir sowieso, wie schon gesagt, sympathischer. Das habe ich schon mindestens 15.000 Mal vorgelesen, deswegen überspringen wir jetzt erstmal die Ladezeit. Bis gleich. Und wieder da. Und hallo, Fulcrum und Faerys traut sich wieder nicht vom Bord. Wie jeden Tag. Okay. Quatsch. Hallo. Ah, da kommt ihr ja auch noch. Gebt dir deine Schleiche für deine... Unser Kurzer? Noch ein... Oh, Herr der Nacht, steh mir bei. Recht zu Fulcrum. Keine Stunde Spielchen. Ich komme mit dir. Ja, wenigstens hast du Mumm in den Knochen. Bei Angrosch, ich wette, wir sind hier wieder raus, bevor sich der Stutzer da ums erste Gebüsch gedrückt hat. Bei den Göttern. Ihr seid ja genauso verrückt. Möge Fex euch für euren fehlenden Verstand mit ausreichend Glück segnen. Nein, ich weiß nur, was passiert, wenn ich mit dir mitgehe. Und zwar nichts Gutes, denn da sterben wir immer. Also gut, komm mit, Fogg. Kisten. Fährt doch. Kann es dann endlich losgehen? Jo, aber so gefällt mir das. Sieh zu und lerne. Okay. Ihr da oben! Macht das Tor auf und lasst uns rein! Oberzöllner Taschmann, schaut doch mal! Da brüllt so eine halbe Portion nach Einlass. Halbe Portion? Beim Warter Angrosch, dich werd ich lehren! Du Hund! Wie willst du uns lehren? Schließ das Tor! Zöllner Ugo, übe mal mit deiner Armbrust! Oh oh. Das hätte ins Auge gehen können. Ihr feigen Hunde! Kommt und kämpft wie Männer! So einen Spaß bekommen wir selten geboten. Schaut nur, er hat schon einen ganz roten Kopf, der Kleine. Gleich platzt er. Wir müssen ihn in einen Grund geben, um dort zu kommen. Kommt, wir machen Kleinholz aus ihren Waren. Tja, mal sehen, wie ihnen das schmeckt. Juhu, endlich Fässer zerschlagen. Na los, hauen wir ein paar von ihren Fässern da kaputt. Vielleicht wird das ihnen Beine machen. Was? Das ist helles Ferndocker. Was für eine elende Verschwendung. Fulcrum, mal das hier hinten. Hast du überhaupt schon ein Schwert? Du hast noch... Nein, du hast nur ein Beil. Ein Mini-Beil. Ei? Juhu. Wir zerschlagen Gefässer genauso wie in unserer Freizeit. Ja, das wollen wir eigentlich. Heia. Explodierende Fässer. Hey, zurück auf eure Posten. Das Tor bleibt zu, ihr Idioten. Okay, können wir denn noch etwas zerschlagen? Nö, schade. Ah, offen. Aha. Ei. Unterschätze niemals den Alkoholismus eines Zöllners. Oh. Mist. War ihr? Ja. Oh, du kannst auch Wuchtschlag. Gut so. Angriff! Wir verstehen uns jetzt schon blendet. Nicht, kleiner Fulcrum. Oho. Und Fulcrum ist doch noch viel stärker als wir. Okay, wir können immer noch... Okay. Pass auf, ein Speer will dich in den Hals stechen. Naja. Was? Du mach wieder mal ein bisschen mehr gezielte Schüsse hier hinten. Ha! Ja. Du machst wieder mal ein bisschen mehr Wuchtschläge. Hier rauf. Genau. Okay, bezieh du mal Aggro, du nimmst das hier drin ist. Ach, Fulcrum, du sollst... Naja. Ei? Dann kämpfen wir halt 2 gegen... Weiche! 3 gegen 2. Faerys, Entschuldigung, vergesse ich immer. Ich denke immer, du bist nur hier. Aber du, ich gehe mit dem Hut, sehe ich so stylisch aus.
Na? Das war eine Lüge. Entschuldigung, Ferris. So, was hast du dabei gehabt? Nur ein paar Sachen. Du, Herr Zöllner? Auch nur Geld. Okay. Derweil ist dein Weg ziemlich viel einfacher als Kuanos. Gut so, Fawcrim. Zerschmettern wir noch mehr Waren. Ah ja. Uhu. Der Verlust von rostigen Nägeln, Kohle, Gänsefedern und Lederbändern wird sie sicher schwächen. Juhu. Ah, noch mehr. Stehen bleiben! Im Namen des Kommandanten, ihr seid verhaftet. Wegen tätlichem Angriff auf... Auf Bier. Auf euer Bier. Was fraselst du da, Groschim? Wegen tätlichem Angriff? Eure Schergen haben uns zuerst angegriffen. Wir wollten nur mal euren Kommandanten ein paar Fragen stellen. Mhm. Ihr wolltet was? Ich verstehe. Männer! Das sind die, vor denen man uns gewarnt hat. Macht kurzen Prozess mit ihnen. Ihr wurde gewarnt. Was meint ihr dazu? Es hat sich herumgesprochen, dass in Nadoret ein paar Gestalten ihre Nasen in Dinge gesteckt haben, die sie nichts angehen. Und dass sie wohl bald hier auftauchen würden. Aber wir sind vorbereitet. Los, Männer! Auf den Hof ausschwärmen und auf sie! Gebt kein Pardon! Pardon? Na gut. Kämpfen wir halt ein bisschen. Hm? Wenn sie unbedingt drauf bestehen. Stimmt's nicht, Fawcrim? Bei Angros Schwert! Ja? Hm. War ihr! Los, los! Oh mein Gott, die sind ja schwächer als die anderen Zöllner, gegen die wir gekämpft haben. Vorher. Was? Hilf ein bisschen vor. Weiche! Oh mein Gott, aber dafür sind sie, ein bisschen mehr. Naja, wenn wir auch besiegen können. Fawcrim, ja? Wuchtige deinen Schlag. Und du hier, Balsam Salabund, Fawcrim. Hey, Angrosch, wie viele von den Kerlen wollen sich denn noch ihre Brühe abholen? Es werden immer mehr. Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof strömen können. Wie sollen wir das verhindern, kluge Ferris? Nun ja, besiegen wir es erstmal. Oh. Was? Ich sterbe, Ferris, hilf mir. Mach die Drecksarbeit. Danke, Ferris. Okay, dann kannst du dir weiter Pfeile hagen lassen. Wie viele von den Kerlen wollen sich dann noch ihre Prügel abholen? Der eine hier. Wir müssen verhindern, dass sie weiter auf den Hof kommen können. Wenigstens verdienen wir so unser täglich Geld. Entschuldigung, Fawcrim, ich helfe dir gleich wieder. So, darf ich dir genügen erstmal. Oh oh. Ei. Fawcrim, du musst gewaltsam salabundet werden. Ja, bitte. Balsam Salabunde. Gut. Joa. Oh, Fawcrim. Hier, mach diesen wackeligen Kistenstapel weg. Komm schon! Gib Gas! Besser hab ich dich denn erzogen. Gut so. Fawcrim, du bist tot. Ei? Balsam Salabunde Fawcrim? Nein, geht schon nicht mehr. Okay. Ja? Dann mach weiter den Pfeilhagel hier. War ihr! Genau, war ihr dich. Okay, gibt's hier noch etwa einen zweiten Ausgang? Attacke! Oh. Wo kommen sie denn jetzt gerannt? Ah. Von da hinten scheint mir so. Mal sehen. Zu den Waffen, raus auf den Hof! Attacke! Eine bewegliche. Hat
Das hast du jetzt ihm abgeschossen, Mann. Du bist echt der beste Soldat der Welt. Wow. Okay, welche Ausgänge gibt es hier noch? Entschuldigung, Vorgrim, dass ich dich hier einfach so liegen lasse. Das Spiel gefällt mir schon. Immer ein bisschen Abwechslung. Verriegelbare Tür. Auf zur verriegelbaren Tür. Los, 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 los. Hallo. Schieß deine Kumpels ab. Gut, sonst noch ein Ausgang? Ich schätze mal nicht. Okay, kämpfen wir halt. Hier, Wuchtschlag, genau. Ja? Kannst du ihn denn nicht ein bisschen Balsam salabunden, mich? Nein. Achso, du kannst gar nicht mehr Balsam salabunden. Ha! Ja, dann kämpf halt mal. Los, New Vision. Hilf ihr, dann wirst du vielleicht eine gerechte Belohnung bekommen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Okay, dürften bald hinüber sein. Oh, da hinten steht ja auch keiner. Naja. Los, los. Schlagen wir die Zöllner tot. Wir wollten nämlich Drogen in ihr Land schmuggeln. Das ist der Grund. Nein, nicht brutale Killerspiele sind der Grund, wieso wir von diesen Zöllnern verschlagen werden. Nein. Das sind nur brutale Killerspiele. Oh, keine Moni. Oh, dann nimm mal die brennenden Pfeile. Dann spielt er doch ein bisschen brennend. Achtung! Pfeiler. Ja, woher kommt ihr denn noch? Juhu. Und schon wieder brauchen wir die Feuerwehr. Auf und nun raus mit euch! Nun macht sie doch endlich nieder! So. Hi, Forkrim. Und wie geht's? Okay, die ins Kampf sehen wir uns im nächsten Part an. Tschüss.